Obwohl das Bellen von Hunden an der Haustür ziemlich häufig vorkommt, kann es sowohl den Hund als auch den Rest des Haushalts in Aufregung versetzen. Tiere-Schlau erklärt, was du tun kannst, um dieses Problem zu lösen. Warum bellt mein Hund an der Tür? Bevor wir erklären, wie du deinen Hund das Bellen abgewöhnst, wenn es an der Tür klopft, musst du verstehen, wie klassische Konditionierung bei Hunden funktioniert. Wenn du diese Art des assoziativen Lernens verstehst, kannst du das Problem mit dem Bellen effektiv lösen. Eine Türklingel oder ein Klopfen ist zunächst ein neutraler Reiz, der beim Hund keine Reaktion hervorruft. Wenn die Türklingel läutet, sieht der Hund das Menschen kommen und er bellt, um uns zu alarmieren. Nachdem er diesen Vorgang gelernt hat, wird die Türklingel zu einem konditionierten Reiz und der Hund gibt eine konditionierte Reaktion, da er nun das Türgeräusch mit der Ankunft von Menschen assoziiert. Um deinem Hund das Bellen an der Tür abzugewöhnen, musst du seine Reaktion auf diesen Reiz durch eine Gegenkonditionierung behandeln. Wir erklären dir jetzt genauer, wie dieser Prozess abläuft. Bitte eine andere Person um Hilfe. Bitte einen Freund oder ein Familienmitglied, an deiner Tür zu stehen und zu klingeln oder zu klopfen, wenn du das Zeichen gibst. Du kannst auch das Telefon benutzen. Du solltest die Tür nicht öffnen oder sie hereinlassen, damit dies wieder ein neutraler Reiz für den Hund wird. Deshalb sollte der Klang der Türklingel nicht die Ankunft einer Person ankündigen, sondern lediglich die Umgebung ertönen lassen. Ignoriere sie, wenn sie bellen. Wenn der Hund bellt, solltest du ihn komplett ignorieren, auch wenn es für dich etwas nervig ist. Wiederhole den Vorgang. Wiederhole diesen Vorgang so oft wie nötig, bis der Hund nicht mehr bellt. An diesem Punkt gibst du ihm positive Verstärkung, in Form von aufmunternden Worten und einem Leckerli. Es ist wichtig, dass du dich beeilst, damit der Hund nicht abgelenkt wird und die Verstärkung mit dem Nichtbellen beim Klopfen oder Klingeln an der Tür in Verbindung bringen kann. Sei geduldig. Es kann sein, dass der Hund zwischen 10 und 30 Wiederholungen braucht, bevor er richtig versteht und assoziiert, was passiert. Du musst geduldig sein und sicherstellen, dass du schnell mit deiner Verstärkung bist. Wiederhole diesen Vorgang täglich und halte deine Fortschritte in einem Notizbuch fest, um zu sehen, ob das Bellen an der Tür abnimmt. Sobald der Hund zu 100% aufhört zu bellen, können wir Besucher durch die Tür hereinlassen und ihre Reaktion beobachten. Wir können dann echte Besucher mit falschem Klopfen abwechseln, bis der Hund weiß, dass er nicht mehr an der Tür bellen soll. Manche Hunde passen sich schneller an als andere, aber der Prozess ist ganz einfach zu handhaben. Wir müssen einfach beharrlich und konsequent sein. Klopft dein Hund immer wieder an die Tür? Hinterlasse einen Kommentar, um uns deine Erfahrungen mit diesem Problem mitzuteilen. Und wir sehen uns das nächste Mal für weitere hilfreiche Tiervideos.